Liebe Medienvertreter, ich heiße Sie zu unserer Buchpräsentation herzlich willkommen. Hallo, ich bin Rosi Schawinski. Unser Autor, der Roger Bestseller-Autor. Roger Schawinski hat auch in diesem Monat schon wieder ein neues Buch herausgegeben. Es heisst «Das Weihnachtsprojekt». In dem Buch wird bewiesen, dass die Weihnacht... Ist meine Idee gewesen. Seine Idee war. Man kann Fragen stellen. Moment, ich wollte doch zuerst noch kurz zusammenfassen, um was es in diesem Buch geht. Genau, es geht darum, aufzuzeigen, dass ich die Weihnacht erfunden habe. Es ist offensichtlich, dass die Weihnacht nach dem Vorbild von meinen Sender Tele24 und Radio24 auf den 24. Dezember festgelegt wurde. Das ist doch absurd. Wenn das so wäre, würde das in der Bibel stehen. Keine Werbung für andere Bücher, bitte. Offenbar wissen Sie nicht, dass das tatsächlich in der Bibel gestanden ist, aber dort vom Papst entfernt worden ist, und zwar auf Druck vom SRG-Generaldirektor Armin Walter. Wir werden das aber trotzdem nächste Woche auch auf den Markt bringen unter dem Titel «Das Ego-Evangelium». Vermutlich wird das der Pfarrersohn Moritz Leuenberger versucht zu verhindern, weil seine Bücher im Gegensatz zu meinen auf der Bestsellerliste nicht Number One sind. Okay, okay, das mag ja alles sein. Aber jetzt will ich dazu mal etwas sagen. Also unter den Schawinskis bin ich Number One. Finde ich nicht gut. Also ist doch ein Skandal, dass der Monopolsender SFDRS nur noch höhere Einschaltquoten macht, indem er mich imitiert, oder? Die Frisur, die habe ich erfunden. Und ohne mich hättest du diese Krawatte nicht an. Ist meine Idee gewesen. Also who cares? Und übrigens, diese Krawatte ist wahrscheinlich zahlt worden mit Konzessionsgeld, die uns zu Privaten gehören. Okay, wir machen weiter mit den News. Und übrigens, mein nächstes Buch... Who cares?